Hallo zurück zu Let's Play Monkey Island, The Secret of Monkey Island in der Special Edition. Ja, wir haben gerade eben nochmal ein zweites Mal Bekanntschaft gemacht mit dem tollen Sheriff, ne? Mit Judge Dredd persönlich, der uns nicht wirklich mag und meint, er wird immer bei uns sein. In jeder Sekunde unserer, während wir auf dieser Insel weilen, wird er mit uns sein. Das ist so unfassbar nett und von ihm, das ist, ach. Ja, was haben wir noch getan? Wir haben unser Fleisch verschwendet. An die blöden Piranha-Pudels vor der Governor's Mansion. Und zwar muss da noch irgendwas drauf, damit diese Viecher einpennen. Und gut, dass ich mit Otis gesprochen habe, weil der hat mir nicht den Tipp gegeben, so, welche blöden Orchideen, in Klammer Piraten-Schlaf-Orchideen, Piratenpudel, nee, Piranha-Pudel-Schlaf-Orchideen oder so ähnlich, im Wald gesammelt und ist dafür eingeknastet worden. Dann würde ich doch fast gar sagen. Nicht, dass wir eingeknastet werden, aber... Oh, ich will hier diese Steuerung... Hallo, darf ich darüber? Oh, echt. Also, um diesen Vorhang rumzukommen, ist echt schwer. Da ist die Steuerung. Die Steuerung echt ein bisschen verbuggt. So, jetzt müssen wir auf den blöden Koch warten. Na, drei. Ja. Ich könnte einen Tisch setzen. Stuhl hier. Und spiel ein bisschen Dart. Ach komm, Koch. Du fette Sau. Komm, Russ. Strittisch. So. Nein, nicht. Das ist ja wirklich mehr so. So, nimm. Fleischhaufen. So, und dann ist noch hier Fleisch. Benutze Fleischhaufen mit Eintopf. Schlupp. So, und hier jetzt. Nein. Nimm Fleisch im Eintopf. Got it. Gut. Haben wir wieder. Können wir da raus. Lalala. Bin nur kurz einen Schinken gekocht. Nichts Besonderes. Gibt nichts zu sehen. Ich habe nur kurz das Klo benutzt und nichts gekauft. Ich fühle mich ganz schlecht. So, dann werden wir mal gucken, dass wir irgendwie in die Insel Woods rauskommen. In die Wälder und diese komische Orchidee finden. Ach, ist der Mond schön. Okay. Schlatsch, 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 schlatsch. Dun, 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 dun. Ja, also, er ist gut zu Fuß auf jeden Fall. Ihr Speer. Dass der keinen richtigen Namen hat. Denn das vielleicht bei der Gabelung? Vielleicht gibt es echt bei der Gabelung. Ich weiß es gar nicht. Geh mal hoch. Ach, hier sind welche. na, was ist denn? My, what an unusually bright yellow they are. Kann ich die nehmen? I've already got one. Ach so. Okay, und das ist jetzt. So, kann ich jetzt hier schiebe, schließe, untersuche, öffne, benutze gelbes Blütenblatt mit gekochtes Fleisch. Untersuche Fleisch mit Zutat. So, wieder zurück. So, und jetzt könnten wir auf jeden Fall die Pudel nämlich ein hässlicher Pirat. Wir könnten mal hier den ersten Schwertkampf machen. Halt, stehen geblieben. Bleib stehen. Boah, rechts am Rand ist diese Steuerung echt abartig. Muss ich mich hier hinstellen. Bleib stehen. Du hässlicher Pirat, du. Ich lande immer wieder runter. Ich will da raus. Raus. Vergammelter Pirat, hässlicher Pirat, ist mit der Wurst. Schwertmeisterchen. Ah, cool. Jetzt kann ich direkt hinlaufen. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja.
Ne? Bleib stehen! Bleib stehen! This better be important. Ja, ist es wirklich. Also, toll. Nice night we're having, isn't it? Ja. I sure hope you had something more important to stop me for. Hast du nichts Besseres zu tun? Why do you guys talk so funny? Pirate lingo. It's how everybody talked back then. Come on, Guy Bros, play along. Play along, fand ich so. Ja, aber... Ach so. Ach, ich muss natürlich erst... Ich kann natürlich noch nicht... Ich muss erst unseren komischen Schwerttrainer-Typ-Dingens treffen, der mich hier irgendwie trainieren muss. Oh, latsch mal doch mal hin. Ich glaube, das war da. Also ich wüsste nie, was für ein Haus das sonst sein soll. Ach ja. Fisch habe ich. None shall pass. None. You must pay a toll. Stand aside, troll. I'm a mighty pirate. You're no pirate. While the town drunk could out insult you on his back. And probably would. Aha. I can out insult anybody, you brainless clean doppelganger. I once owned a dog that was smarter than you. Take that and stick it in your repertoire. Dankeschön. You can't pass until you pay the toll. Ach, ich konnte nur einmal beleidigen. Ist schade. Wie kostet der Spaß? Hinter Look behind you, a mouse. I'm not falling for that. Scuttle along, you scurvy sea slug. You can't pass until you pay the toll. Ja, es ist mal langsam. Na komm. Oh, please, can't oh, I bitte. Pass? Oh, boy, do you sound like a wimp. I don't like wimps. You can't pass until you pay the toll. How much is the toll? Well, what have you got? Ich habe einen Fisch. Hä? Ranziges Fleisch, Gummihuhn, geil. Nothing of consequence. I want something that'll attract attention, but have no real importance. Hä? Construction paper jockey shorts? Don't be silly. You have three chances to give me what I want. Then I eat ya. None shall pass. Du kannst nicht vorbei. None shall pass. Also ich weiß, dass er den Fisch frisst, weil dann hebt er nicht seinen... None ja. Shall pass. Ja, wir wissen mal langsam. None shall pass. I think it's a herring. None shall pass. Schiebe, ziehe, gib Fisch an. Toll. A red herring. Pass. Pass. Finde ich gut. Dankeschön. Jetzt sieht man nicht, dass hier ein Typ drunter ist. Warum? Das ist George Lucas, oder? Ja. Ich hoffe mal, dass der jetzt dann weg ist und wir nicht jedes Mal einen Fisch uns schnappen müssen. So, hier, Duke Nukem. Ja! Captain Smirk's Big Body Pirate Gym. Prices: Sword Training, 30 pieces of weight. Ja. Cannon Firing, 160 pieces of weight. Balls extra. Grappling Hook, 130 pieces of weight. Hook extra. Na dann. I think I'll knock. It'd only be polite. Ja, ist viel höflicher. Komm. What do you want, you wimpy little spineless maggot? Ja, fallen wir doch gleich richtig ins Haus, oder? Würden Sie mich denn in den Schmerzmeister zu schlagen? Also,
Könnten wohl eintreten. Mir ist etwas kalt. Das weiß ich selber. Could you please put out that cigar? It's not good for your health and it smells terrible. Sure, I'd love to put it out. On your face. In your face. Hey, richtig. Recht gehabt. Maybe I'll gut geraten. Just leave instead. Nee. Good idea. Nein. Och. Dum, dum, what do you want? Ja, das finde ich halt. Can we step inside? It's a little chilly out here. What did you say? I said it's a little chilly out here. Huh. You're right. I could catch a cold. Yeah. What do you want? Ja, trainier mich. Could you train me to be better than the Swordmaster? Better than the Swordmaster? Was ist mit Zigarre? You could never be half the sword fighter, Carly. Even with hours of hard work and sweat and blood. I remember fighting side by side with Garla at Port Royal. The local constabulary had us cornered. It looked like we were done for, but then she said... But I digress. You just don't have what it takes. I do so have what it takes. You do not. I do so. You do not. Doch. I do so. Oh, I like your spirit. I'll do what I can. Of course, it'll cost you. What do you got? Ich hätte ja dieses Huhn. Nein, ich brauche das Huhn. I've got 30 pieces of eight. Say no more, say no more. Let's see your sword. Okay, check it out. Yes, this is a nice one. Let's get to it. Ach, je. Okay, you maggot. Why don't you whip that sword out and let's see what you can do with it. Boy, you fight like a dairy farmer. I usually don't waste my time with vermin like yourself. But seeing as this LeChuck thing has put a cramp on business, I got no choice. I need the money. Yes. Will die ganzen Sachen am Ende aufschreiben. It's gonna take some special measures. Just want you to know, I don't do this with everyone. It's only because I feel that special... Student mentor pieces of eight bonding. Pieces of eight bonding fights. Yeah. I'm gonna put you up against the machine. Ta-da. Is this gonna hurt? Ta-da. Yikes. Come at me. Don't be afraid, you won't hurt me. Use your forte against the foible. Schreib das hier gerade mal auf, dummer. Use your forte against the foible. Use your forte against the foible. Deine Platte hängt. Advance, thrust, recover, parry, repulse. Distance, distance. No. Beat first, then lunge. Hours later. Den spreche her. Hours later. More hours later. Was ist das für eine Not bad. National Geographic Stimme. Now I'm gonna let you in on the true secret of sword fighting. Insulting. Sword fighting is kind of like making love. It's not always what you do, but what you say. Any fool pirate can swing a sharp piece of metal around and hope to cut something. But the pros, they know just when to cut their opponent with an insult. One that catches them off guard. You see, kid, your wit's gotta be twice as sharp as your sword. Let's try a couple of insults out, shall we? Okay. Imagine this. We're fighting up a storm. Just like Carla and I were doing at Port Royal. There's a sudden break in the fighting, and I say to you, you fight like a dairy farmer. Ja, das kenne ich schon. You respond with? Darf ich? Ich hab... Och, hätte das mit der Kuh doch gesagt. Naja gut, wir müssen natürlich uns das Drehbuch halten.
Deine Mutter aber auch. You must be thinking of someone else. I am not a farmer. I can see we've got a lot of work to do here. You should have responded with something like... How appropriate. How appropriate. You fight like a cow. You see, it's razor-sharp wit like that that wins fights. Let's try another. Imagine this. You're trapped up against a wall. My sword just slashed two cuts into your face. I say, soon you'll be wearing my sword like a shish kebab. Shish kebab. You respond with? Schaschlik. Ja, super, jetzt kenne ich das. How appropriate. Ja, you fight like a cow. No. That was the response from the last insult. Doesn't even make sense when used here. Ah. A correct response to soon you'll be wearing my sword like a shish kebab would have been something like yeah. First, you better stop waving it around like a feather duster. Stop. See? Razor sharp. The Now, I suggest you go out there and learn some insults. I can't help but feel like I've been ripped off. Ach, I'm sure you're feeling something similar. So, wunderbar. Das heißt, wir können jetzt mit irgendwelchen komischen Checkern auf der Straße, Alter, können wir jetzt hier uns hier dissen, hey, die ganze Zeit, Alter. Hey. Aber vorher schauen wir uns nochmal die Lichter an. Oh, die Musik, oh Gott. Ne, alte Variante? Das war auch schon. Das ist kein Adlib-Sound, das ist schon ein bisschen modernere Musik. Vielleicht cool, wie sie es nahtlos übergeblendet haben. So, hier. Bin kurz weg, oder wie? Stan's previously owned vessels. I'm off searching the globe right now for the finest in previously owned marine transportation. Hm. Have a look around. I'll be right back. Stan. Schade. Stan ist nicht da. Kann ich hier die Tür öffnen oder so? Ne? It doesn't seem to open. Hm, schade. Wahrscheinlich muss ich Geld einschmeißen. Ich will aber keine 274 Goldstücke reinschmeißen. Das ist mal auf jeden Fall mal klar. Ja. Ein bisschen Ragamusica. Cute, but small. Ja, ja. Ja, okay, dann ist hier noch nicht so viel los. Das hier ist völlig kaputt. Dull, dull, dull. Das hier? Now that's a nice looking vessel. Ja. Aber ich glaube, wir kaufen ein völlig anderes. Wahrscheinlich das da hinten. Obwohl das so toll auch nicht aussieht, so komplett dreckig alles, Leute. Es ist, ja. Zum Mitnehmen. Ja, und Stan scheint wirklich auf der ganzen Welt unterwegs zu sein. Fixer-upper. Hier noch Wikinger-Schiffe hier. Looks like one of those well-engineered imports. Ja, Nordeuropa, um genau zu sein. I'm surprised this one is still afloat. Hm. Aber ich glaube, das wird unser Schiff. Naja, aber auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal die Piranha-Pudel einschläfern. Und noch ein bisschen mehr Beleidigung lernen. Aber das gibt's das nächste Mal. Bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst's, liken, Abo, was auch immer. Und schreibt's in die Kommentare. Bis dann, ciao.